Im April lag immer noch Schnee auf dem Garagenhof. Überall weiße Flecken. Weiße Flecken ist für uns ein Theaterstück, das sich nicht einfach nur mit Demenz auseinandersetzt, sondern vor allen Dingen die Frage stellt, wie reagiert unsere Gesellschaft darauf und wie reagieren vor allen Dingen die Leute darauf, die mit der Krankheit konfrontiert sind. Ampelmampel. 2 Jahre, genau dokumentiert, jedes kleinste Detail. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ist die Geschichte losgegangen. Heute sagt man, dass 15 Jahre vor dem Ausbruch der ersten Symptome die Krankheit beginnt. Ampel, Ampel! Was mich inhaltlich eigentlich von Anfang an interessiert hat, ist, sich im theatralen Sinne die Frage zu stellen, was bedeutet das, wenn jemand seine Identität verliert? Was bedeutet das, wenn jemand seine Erinnerung verliert? Und wie ist vor allem der Umgang damit, wenn jemand aus dem, was als objektive Wahrheit gilt, herausfällt? Das ist meine Tochter, Johanna. Die mit der Brille? Ein prächtiges Mädchen. Bei meinem Opa hat es zwar eher angefangen, aber ich habe das irgendwie gar nicht so gemerkt, weil, naja, der hat sowieso nicht so viel geredet. Das ist vielleicht auch so das Ungewöhnliche an der Produktion, dass es sowohl diese Menschen, die ihre eigenen Geschichten auf der Bühne erzählen, gibt, als auch ein richtiges Theaterstück und dass dieses Fiktionale und das Authentische miteinander verbunden wurde. Warum vermischt das menschliche Gehirn Ereignisse, Personen, Chronologien? Warum hängen die Menschen so sehr an ihrem Gedächtnis? Oder zum Beispiel... Was denn? Jetzt wollte ich gerade noch ein Beispiel erzählen. Ja, welches denn? Das habe ich vergessen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Jetzt? 3:30! Siehst du? Das sagen sie immer. 3:30. Hier ist es immer 3:30. Wir haben versucht, einen verrückten und gebrochenen und heiteren Theaterabend zu machen, der etwas einfängt von der Situationskomik, die diese Krankheit mit sich bringt.